Vermitteln möchte man im Basiswissen 1 Grundelemente einfach, ja. Was der Name Basiswissen schon sagt, Sachen, die ganz unten gebraucht werden, den Teilnehmern an die Hand zu geben und mit diesem Werkzeug, was sie kriegen, mit den einfachen Werkzeugen eben in ihren Vereinen schon arbeiten zu können. Wichtig ist, dass sie selber nachdenken, ja, über Fußball, dass sie auch selber nach Lösungen suchen für sich. Ich glaube, das ist wichtiger als nur das reine Vermitteln. Also man will jetzt nicht derjenige sein, der ein Stück weit alles vorgibt für die, sondern sie sollen für sich das Wichtigste herausnehmen. Mein Sohnemann spielt selber Fußball, beziehungsweise alle beide. Mein Großer ist halt in die D-Jugend irgendwann aufgestiegen. Und da herrscht das Problem, dass wir gar keinen Trainer, beziehungsweise den Trainer, mit dem ich zusammen trainiere, der alleine da stand. Und irgendwann habe ich mir gesagt, bevor der das alleine macht, hey, mach das einfach mal mit. Und so bin ich da praktisch mehr oder weniger reingerutscht, ja. Wir haben, bevor ich jetzt hier war, das Training begonnen mit Sachen, die man halt aus der Jugend kennt. Ich sag mal auch veraltetes Training oder was man halt sich bei YouTube oder sowas angeguckt hat. Und jetzt, wo ich diesen Lehrgang hier besucht habe, schon festgestellt, dass instinktiv sehr viel richtig ist, aber dass diese Tiefe, diese Technik bei den Jungs, was man verbessern kann, weitaus mehr dazu gehört. Und wie wir darauf eingehen können, die Jungs darin schulen können, das ist sehr gut, was wir hier mitnehmen. Eine Sache habe ich noch, die Leute nicht erst wegschicken, weil wir da hinten sind weggegangen, weil es hieß, wir sollen noch hingehen, haben gewartet, nichts mehr gehört und mussten wieder zurückkommen. Also entweder zweimal die ganze Sache einzeln erklären, was die zu tun haben, die zu tun haben, oder halt alle zusammen direkt. Noch besser ist, das könnt ihr euch auch merken, so, ich brauche 3 gelbe, 3 rote, 1, 2, 3 rote, 1, 2, 3 gelbe, gelbe Abwehrspieler, rot, Sturm, einmal herkommen, dann habt ihr sie schon da. Ich habe schon meinen Trainerschein in Paraguay gemacht, aber ich wollte mich noch weiter orientieren, weil momentan oder schon fast immer gewesen, dass die deutschen Trainer sind die Besten. Das hat man auch in den letzten Verleihungen immer gesehen, dass immer ein deutscher Trainer gewonnen hat. Von daher möchte ich auch viel lernen. Ist ja komplett was Neues. Ich habe über 20 Jahre Fußball gespielt, aber als Trainer zu sein, ist komplett was anderes. Deswegen möchte ich auch von ganz unten bis ganz oben dann irgendwann schaffen. Ich habe viele Jahre aktiv als Spielerin gespielt, habe dann 2016 meine Karriere beenden müssen und habe dann aus der Sehnsucht zum Fußball heraus die Trainerseite einschlagen wollen. Und ja, da ich einfach merke, dass ich das so ein bisschen, ich sag mal, professioneller angehen möchte, habe ich mich dazu entschieden, auch einen Lehrgang zu machen. Und da der Einstieg ja dann nun mal mit dem Basiswissen 1 auch beginnt, ja, bin ich jetzt hier. Wenn ich das so auf die Gruppe übertrage, muss ich sagen, ist es eine sehr vielfältige Gruppe, vom Vollprofi bis hin zu jemandem, der eigentlich mit Fußball gar nichts zu tun hat. Finde ich sehr, sehr interessant, weil da ganz, ganz viele unterschiedliche Eindrücke und auch Sichtweisen auf die oder auf den Fußball quasi dann zu Tage kommen. Die Stimmung ist gut, macht Spaß zu lernen mit denen. Sind wir hier von 8 bis 17 oder 18 Uhr zusammen und von daher, man unterhält sich, man lernt was Neues, weil das sind von, keine Ahnung, von kleinen Kindern, von 7, 8-Jährigen bis zu den Herrenmannschaft. Von daher hört man alles und man sammelt die ganze Information, was man haben kann und daraus was zu lernen. Wir sind ja hier, weil wir uns schon in der Trainerausbildung befinden und das auch später machen wollen. Und genau das üben wir in diesen Praxisphasen hier auf dem Platz. Und es ist ja immer noch mal ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Deshalb finde ich das sehr, sehr gut. Und genau das ist das, was mich persönlich auch weiterbringt und übt. Also es ist wichtig, dass sie diese Einheiten selber machen, weil man dann genau sieht, wie sie in ihrer Arbeit sind. Ja, dann kann man darauf einwirken, auf Sachen,
was vielleicht suboptimal gelaufen ist, wo man noch an so einem Schräubchen drehen kann, was man anders machen kann, denen auch mal eine andere, auf eine andere Art und Weise etwas zeigen, was sie vielleicht selber noch nicht so im Kopf haben. Darum geht's und ich glaube, die nehmen auch ganz, ganz viel einfach für sich mit. Also wenn ich das hier abgeschlossen habe, dann möchte ich anfangen, die Qualität des Trainings zu verbessern in Form von den Jungs, die halt noch nicht das Passspiel so genau können. Woran liegt das? Was können wir daran verbessern? An den Torschüssen oder wir können auch das ganze Stellungsspiel jetzt aufgrund dieses Lehrgangs, den wir hier haben, ganz anders angehen und in eine gewisse Richtung führen. Ja, natürlich möchte ich irgendwann dann anfangen, eine Mannschaft zu trainieren. Vor ein oder zwei Jahren hatte ich nicht die Lust sozusagen, oder weil ich so sehr Fußballer noch gefühlt hatte. Aber jetzt mittlerweile vermisst man schon ein bisschen Fußball. Ich glaube, das ist was so nah wie möglich an Fußballspieler zu sein ist. Deswegen habe ich schon voll Bock drauf, irgendwelche Mannschaft zu trainieren.